Aber MK8 kann ich nicht mehr spielen. Das kann man höchstens bei Hübi in den News anschauen. Aber, ey, jeden Samstag Mario Kart 8 News auf Hübi LP. Freunde, willkommen zu einer neuen Folge der Mario Kart 8 Channel News. Es ist wieder Montagnachmittag und ich nehme diese Folge wie eigentlich immer Sonntagabend-Nacht auf. Also es ist jetzt 10 Uhr abends. Und es ist meistens dann immer schon wieder so eine Phase, wo ich so ein bisschen runterkomme, weil ich dann immer schon, ich sag mal, gerädert klingt zu hart, aber ein bisschen fertig bin von allem, weil es meistens immer so ist, wir haben ja Samstag meistens spielen, danach gehen wir noch feiern und dann kommt man mal relativ spät nach Hause und will aber Sonntag dann doch irgendwie noch was für seinen YouTube-Kanal machen, da habe ich heute noch gestreamt und ein bisschen aufgenommen und hier und da und ja, eigentlich ist es dann immer so eine Phase, wo man sich denkt so, hey, langsam könnten wir eigentlich ins Bett gehen. Aber die Channel News sind mir wichtig, die sind mir enorm wichtig, weil ich auch weiß, wie wichtig die für den Kanal sind. Und deswegen nehme ich die auch natürlich immer gerne auf. Kurz noch eine Sache, weil ich die Frage sehr oft gestellt bekomme. Und ich habe sie, glaube ich, auch schon ein, zweimal beantwortet. Aber ich werde sie immer wieder beantworten. Ne? Wenn Mario Kart 8 Deluxe rauskommt, werden wir auch in den Channel News Mario Kart 8 Deluxe im Hintergrund laufen haben. Nur mal so als Info, weil ich das oft gefragt werde. Ja, worum geht's in der heutigen Folge? Ich habe vier Themen oder eher drei, weil zwei zusammenpassen. Es geht um mein Postfach, es geht um Breath of the Wild und es geht um ja, die Zukunft bezüglich Vlogs und so weiter, weil ein großes Event dieses Wochenende passiert ist. In Anführungszeichen großes Event. Aber erstmal zu den anderen zwei Themen. Ja. Ich habe ja letzte Woche ein Video hochgeladen, das einfach nur hieß, glaube ich, Post von euch, weil mir noch kein Name eingefallen ist. Ich habe erst überlegt, ob ich es Hübi-Post nennen soll, aber Kai hat ja auch ein Format, in dem er Fanpost auspackt, habe ich gesehen. Und das hat er, glaube ich, Random Post genannt. Und irgendwie war ich da mit dem Namen Hübi-Post nicht so zufrieden, weil ich mir dachte, es wäre dann irgendwie, dann könnten Leute sagen, das hast du voll von ihm geklaut. Deswegen habe ich es einfach nur Post von euch genannt, aber eigentlich würde ich da doch gern irgendwie den Namen Hübi mit einfließen lassen. Deswegen erstmal eine Frage an euch, seid ihr irgendwie kreativ? Habt ihr eine Idee, wie ich dieses Auspackformat von Post von euch nennen soll, wo irgendwie der Name Hübi oder so drin vorkommt? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Weil ich suche da noch einen Namen für das Format und war da bisher nicht sonderlich kreativ, aber viel eher ging es mir darum, nachdem ich dieses Video gemacht habe, wo mir Alina dieses grandiose Bild geschickt hat, kam des Öfteren die Frage, hey, wie kann man dir eigentlich was schicken? Hast du ein Postfach? Und aktuell habe ich es halt immer so gemacht, wenn mir Leute was geschickt haben, dann habe ich halt sozusagen, die haben mir dann gesagt, hey Hübi, ich würde dir gerne was schicken, wie kann ich es dir zukommen lassen? Dann habe ich dir meine persönliche Adresse gegeben, aber wenn jetzt wirklich der ein oder andere Lust hat oder meint, er möchte mir auch noch gern was schicken, dann können wir natürlich gerne ein Postfach einrichten. Also ich habe da mal nachgeschaut, das sind glaube ich 20 Euro im Jahr und dann noch irgendwie einmalig 7 Euro für einen Schlüssel oder zwei Schlüssel. Also das sind dann 27 Euro im Jahr oder 20 Euro im Jahr und jetzt halt noch 7. Also das ist eigentlich nichts. Das ist nichts, das ist weniger als 2 Euro im Monat, also es ist echt überschaubar und wenn grundsätzliches Interesse von euch bestehen würde, dann würde ich sagen, richte ich mir so ein Postfach ein. Deswegen jetzt direkt da zwei Fragen an euch. Habt ihr eine Idee, wie man das Auspackformat nennen soll und besteht Interesse an dem Postfach? Ich habe auch keine Ahnung, wie man das einrichtet, ob ich da zur örtlichen Postfiliale hier gehen muss oder ob man das online macht. Don't know. Aber einfach mal so die Frage in die Runde, besteht Interesse? Würdet ihr, wenn ich mir ein Postfach einrichte, mir was schicken, so. Wenn da einfach ein paar Leute sagen, ja, würde ich schon machen, dann mache ich's. Aber wenn jetzt einfach irgendwie, ich sag mal, die Leute einfach sagen, so, hey, so, wenn einfach kein großes Interesse besteht, dann lohnt sich's auch nicht, so ein Postfach zu machen. Dann kann ich den ein, zwei Personen, die Lust haben, mir was zu senden, auch noch meine private Adresse geben. So viel auf jeden Fall dazu. Postfach, ja, nein, und wie nenne ich das Format, in dem ich eure Sachen auspacke? Dann kommen wir zum Thema Breath of the Wild. Man merkt, ich merke es auch bei mir persönlich, so dieser fette Hype um Breath of the Wild flacht jetzt doch langsam ab. Ich meine, das Spiel ist jetzt schon über einen Monat draußen, das Spiel ist schon groß erkundet worden, viele, viele Dinge wurden schon entdeckt. Und auch ich habe es jetzt letzte Woche sehr viel gestreamt, ich habe fast ausschließlich Breath of the Wild Streams gemacht, wo ich halt einfach, ja, Stuff sammle und mein LP verfolgt die Story. Und mein Breath of the Wild Let's Play wird vermutlich, ich schätze mal, nächste Woche vorbei sein. Also diese Woche werde ich auf jeden Fall noch zum vierten Folge kommen und
Ich bin aktuell, damit ihr wisst, wo ich in der Aufnahme bin, aktuell stehe ich vor dem Dorf des vierten Volkes, wo der fette Titan ist. Ich denke, auch nachdem ich dann diesen vierten Titan gemacht habe, werde ich auch ohne große Umwege direkt ins Finalschloss gehen, insofern das die Quest so vorsieht. Also ich denke mal, dass ich dann nach dem vierten Titan ins Schloss gehen werde. Sprich, wir haben gar nicht mehr so viele Folgen Breath of the Wild vor uns. Wie gesagt, ich schätze, nächste Woche wird das Projekt irgendwann auslaufen. Und ja, ich finde es eigentlich auch ganz in Ordnung. Da haben wir uns wirklich 1,5 Monate sehr intensiv mit dem Spiel beschäftigt. Wir hatten Streams, wir hatten Videos, Diskussionen und so weiter. Ich denke, das wird dem Spiel gerecht. Die Jagd nach den 100% werde ich dann weitestgehend in den privaten Bereich verschieben. Sprich, ich setze mich einfach abends hin und spiele ein bisschen, weil ich denke, Breath of the Wild hat mir jetzt wirklich bald lang genug auf dem Kanal. Und es kam halt auch einfach immer wieder des Öfteren die Anfrage von euch, das ist mir auch sehr bewusst. Viele haben halt gesagt, hey, sie bekommen ihre Switch aus dem Mai, Juni, noch später zu Weihnachten und sie wollen sich einfach nicht zu Breath of the Wild spoilern. Verstehe ich komplett. Vollkommenes Verständnis für euch. Und da haben sie halt gesagt, ja, sie schauen gerne meine Streams, aber wenn ich halt nur Breath of the Wild stream, dann ist es halt sehr schwierig und dann können die halt nicht zuschauen. Da kam halt immer wieder die Anfrage, hey Hübi, kannst du mal was anderes streamen? Ich würde halt gern, aber bei Breath of the Wild geht nicht. Deswegen wird es auch einfach so sein, dass ich dieses Ganze in den Streams, dieses 100% Jagen, wirklich nur noch vereinzelt machen werde. Vielleicht einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen und irgendwann werde ich es dann nur noch privat machen. Und wenn jetzt auch eben das Singleplayer oder eben das LP dann nächste Woche bald vorbei ist, dann wird halt Breath of the Wild langsam von meinem Kanal verschwinden und ich werde halt hauptsächlich noch, oh sorry, ich bin gegen das Mikro gestoßen, hauptsächlich noch privat spielen. Ich denke, es ist in Ordnung, wie gesagt, wir haben uns jetzt 1,5 Monate sehr intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt und jetzt ist dann langsam Platz für Neues, denke ich. Es kommt morgen, glaube ich, Yooka-Laylee raus, also am 11. April, am Dienstag. Und ich habe mir überlegt, soll ich das streamen? Besteht Interesse an Yooka-Laylee? Weil ich habe mir die ersten 2 Parts von Domi angeschaut und das Game sieht schon cool aus. Und allzu teuer ist es jetzt nicht. Ich glaube 30 Euro für einen PC. Also eigentlich voll in Ordnung. Würde da Interesse bestehen, dann schreibt es mir gerne. Also ich suche halt sozusagen einfach nach ein paar Games, die ich jetzt nach Breath of the Wild in Streams zocken will. Einfach, wo dann wieder jeder zuschauen kann. Life is Strange wird auch ein Spiel sein, was ich bald in Streams zocken werde. Das möchte ich nur schon mal vorankündigen. Ja, schreibt mir doch mal bitte einfach in die Kommentare, also einfach so freie Schnauze, was würdet ihr gerne in Streams sehen? Würdet ihr Yooka-Laylee schauen? Das ist für alle, die es nicht kennen, so ein 3D-Jump-and-Run, wo man einfach große Welten erkundet, Sachen sammelt und so weiter, also vergleichbar mit Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64. Also einfach, man wird in eine große Open World geworfen, sammelt da Sachen und dadurch, dass man da verschiedenste, viele Sachen sammelt, kann man eben noch mehr, noch besser erkunden. Das ist so ein Erkundungsspiel. Life is Strange ist ein rein storybasiertes Spiel, also wirklich, das ist ja so, ich nenne es mal fast schon einen interaktiven Film, halt so ein, genauso ein Spiel wie Walking Dead The Game, Wolf Among Us, ja, also einfach, man, also eine Art, man erlebt einen, man spielt einen Film sozusagen. Ist sehr, sehr storylastig. Yooka-Laylee ist halt sehr erkundungslastig, sprich, da hat man noch viel Zeit mit dem Chat zu interagieren, hat einfach eine Welt erkunden. Ich würde jetzt Yooka-Laylee fast mehr präferieren, aber Life is Strange habe ich auch jemandem versprochen und wenn auch alles klappt, dann kriege ich es, glaube ich, sogar von jemandem von euch zugesendet, was halt mega cool ist und allein aus dem Grund will ich spielen. All die 2 Spiele habe ich jetzt aktuell so zur Auswahl und schreibt doch jetzt einfach mal bitte freischnauze in die Kommentare so, was würdet ihr gerne in Streams sehen, jetzt, wenn dann Breath of the Wild langsam verschwindet? Was soll ich streamen? Worauf hättet ihr Bock? Womit kann ich die Masse ansprechen? Ich weiß, Splatoon, Mario Kart 8 sind Sachen, die, ja, funktionieren immer. Das sind halt so Notlösungen, weil die halt auch jeder macht, weil das so die einzig wirklich guten Multiplayer-Spiele sind, die Nintendo liefert. Wir können auch mal wieder Agario spielen, was man zusammen zocken kann. Also schreibt doch mal einfach in die Kommentare, worauf hättet ihr Bock? So, wo kann ich vielleicht auch gut mit euch interagieren? Wo könnt ihr mitspielen? Mario Kart 7, noch kurze Sache, geht nicht mehr, weil sich mein 3DS seit neuestem nicht mehr mit meinem Internet verbinden kann. Also, mein 3DS findet nicht mal mehr meinen Router. Also, der findet den gar nicht mehr. Ich kann ihn gar nicht mehr auswählen. Also, ich komme mit meinem 3DS nicht mehr ins Internet, sprich, jedes 3DS-Game kann ich leider nicht online spielen, deswegen fallen die raus. Finde ich hart ätzend. Da bräuchte ich zum Capture einen New 3DS wahrscheinlich, aber ich werde nicht wieder 300 Euro ausgeben, nur um die Online-Funktion zu haben.
Ja, aber da gern auch mal eure Meinung in die Kommentare. Ich hatte, wie gesagt, Bock auf Yooka-Laylee und Life is Strange kommt sowieso demnächst. Aber einfach nur so Brainstorming. Einfach so, dass ihr sagt mir so, was ihr wisst, ich sage euch so, was ich weiß. Und daraus finden wir hoffentlich dann eine gute Lösung. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema, was, denke ich mal, auch am relevantesten ist. Vorgestern, Samstagabend, hatten wir unser letztes Saisonspiel vom Handball. Wir haben nochmal gewonnen. Danach gab es eine große Vereinsabschlussfeier, die ich mit einer Damenspielerin zusammen geplant hatte. Da war ich fast ein bisschen stolz auf. Das war wirklich sehr cool. Es waren ultra viele Leute da. Eltern, Kinder, nee, Kinder nicht, es wurde Alkohol getrunken. Eltern und Erwachsene. Also die ganzen Seniorenmannschaften, sprich Herren 1, 2, 3, Damen 1 und 2 und viele Eltern, einfach außenstehende Fans waren da. Es gab ein großes Bierpong-Turnier und man hat einfach viel geredet, getrunken, gegessen. Und das war sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles Vereinsgefühl. Und ja, die Saison 16-17 ist hiermit jetzt komplett abgeschlossen. Dies aus. Wir bekommen einen neuen Coach. Also mich hat jetzt 2 Jahre lang mein Dad zusammen mit einem anderen trainiert. Also mein Dad ist sowieso schon, also meine ganze Familie ist halt Handball vergast, sage ich mal. Hart ausgedrückt, bitte jetzt nicht irgendwie in einen politischen Kontext stecken. Vergast ist hier positiv gemeint. Und ja, mich hat eben, wie gesagt, zwei Jahre lang mein Dad mit einem Kollegen zusammen trainiert. Und jetzt kommt halt jemand Neues in den Verein. Jemand, der noch nie hier im Verein trainiert hat und der übernimmt, ja, der trainiert jetzt schon die männliche C-Jugend. Das sind, lass mich nicht lügen, 12-13-Jährige, glaube ich. Und er hat halt auch gesagt, übernimmt die erste Herren. Der wird das allein machen. Also es geht jetzt in eine neue Saison und das wird jetzt dann auch die erste Saison für mich sein, wo ich sozusagen einfach einen Trainer habe, den ich null kenne. Das könnte natürlich spannend werden, aber die Saison 16-17 ist jetzt komplett vorbei. Sprich, für mich beginnt ab heute, ich sag mal ab Montag, das ist so ein guter Tag, die Vorbereitung für die Handballsaison 2017-18. Und es war einfach meine Idee, die habe ich schon, vor 2 Monaten oder so, glaube ich, mal angebracht. Schlagt mich tot, keine Ahnung, in was einem zeitlichen Raum wir uns hier bewegen. Dass ich einfach mal wirklich versucht, diese gesamte Handballsaison, so gut es mir möglich ist, zu filmen. Also mit Vlogs festzuhalten. Sprich, ich würde jetzt im ersten Monat die richtige Vorbereitung beginnen, ab 1. Mai mit dem Coach zusammen. Ich habe jetzt 3 Wochen Pause, in denen gehe ich aber auch joggen und ins Fitnessstudio. So, hättet ihr Bock, wenn ich wirklich mal so eine Handballsaison von Tag 1 der Vorbereitung, wo eigentlich noch gar kein Training ist, bis, wenn ich es schaffe, zum Ende der Saison zu vloggen. Sprich, wenn wir mit der Mannschaft was machen, würde ich vielleicht mal meine Kamera mitnehmen, insofern das für meine Mannschaftskollegen in Ordnung ist. Ich würde euch zeigen, was ich so privat mache, wie ich ins Fitnessstudio gehe, wie ich joggen gehe. Ich würde euch meine Gedanken sagen, wie ich mich gerade fühle, wie das Team ist. Ich würde natürlich euch dann, wenn im September die Saison losgeht, sprich wieder Spiele sind, würde ich euch natürlich auch die Spielergebnisse zeigen, wo wir in der Tabelle stehen. Also hättet ihr Interesse, dass ich so diese Handballsaison wirklich mal von Tag 1 bis Tag X am Ende, bis zum letzten Tag vlogge? Ich finde es mega spannend, weil ich sag mal, Handball ist halt neben YouTube der größte Teil in meinem Leben. Also meine Arbeit rausgerechnet, weil Arbeit irgendwie immer so Pflicht ist, aber in meiner Freizeit nehmen Handball und YouTube ja alles ein. Das habe ich euch ja schon mal gesagt. Und es würde sich doch einfach mega anbieten, das mal ein bisschen zu machen. Ich habe mal einen Vlog gemacht, wo ich im Torwarttraining war, der kam super cool bei euch an. Und ich dachte mir, warum zeige ich euch nicht mehr von diesem Handballding? Wenn mich dieses Handballding so berührt und so wichtig für mich ist und es so ein großer Teil meines Lebens ist, dann gehört er ja auch irgendwie auf YouTube, weil YouTube ja auch irgendwo so mein persönliches Tagebuch ist in gewisser Weise. Oder eher gesagt, so, ich zeige einfach so mich als Person, stelle ich im Internet dar, wo, und ihr könnt es miterleben und so weiter. Ich glaube, das wäre auch eine coole Sache, oder? Also das sind so Gedanken, die ich habe, wenn ihr da so eine Idee habt, also macht es doch so und so, oder falls ihr da Gedanken und Ideen jetzt einfach mal zu dem, was ich gerade beschrieben habe, auch gerne in die Kommentare. Ich weiß, ich fordere jetzt schon wieder ultra viel von euch, aber ich werde mir das alles natürlich, ich werde mir jeden Kommentar durchlesen. Ich lese mir auch aktuell immer noch jeden Kommentar durch. In letzter Zeit gebe ich auch nicht so viele Herzen und antworte nicht so viel, aber ich möchte euch sagen, ich habe von jedem Video, was ich am Wochenende gemacht habe, jeden Kommentar gelesen. Also bitte niemals denken, dass ich inaktiver werde. Ich werde wieder aktiver, ich werde mich auch wieder mehr zeigen in den Kommentaren, sag ich mal, aber ich lese alles und das ist wichtig. Und dieses Channel News Format ist halt das beste Format, wo ich euch so erreiche, neben den Kommentaren. Ja, das ist erstmal alles, was ich zu sagen habe. Also viel, viel, viel neuen Stuff und ich brauche in vielen Punkten so ein bisschen eure Ideen. Also gerne schreibt mir das.
Und dann wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Mal sehen, wie weit wir in Breath of the Wild diese Woche kommen. Galaxy 2 und Pokémon laufen natürlich auch noch. Und ja, habt noch eine schöne Zeit. Haut rein, euer Hübi.